Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere. Manchmal fordert uns das Universum auf, etwas noch einmal durchzugehen, wenn es das Gefühl hat, dass wir es beim ersten Mal nicht richtig gemacht haben. Heute ist einer dieser Tage, an denen Sie diesen Rückwärtstrend spüren. Anstatt vorwärts zu gehen, werden Sie aufgefordert, zurückzugehen und alles noch einmal zu überprüfen. Gesundheit. Wenn Sie den Kreis schließen, haben Sie das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Achten Sie auf die Dinge, die Sie erreicht haben, und Sie werden unweigerlich das Muster erkennen, dass Sie wieder dort landen, wo Sie angefangen haben, nur mit mehr Selbstbewusstsein. Wenn Sie für sich und Ihren Körper sorgen, können Sie sich ständig an Veränderungen anpassen und das Neue optimistisch begrüßen. Unsere Ernährung ist unsere beste Vorbeugung gegen Krankheiten, Bewegung unsere beste Waffe gegen Depressionen und guter Schlaf unsere beste Möglichkeit, sich wirklich zentriert zu fühlen. Konzentrieren Sie sich darauf, diese Fähigkeiten in vollem Umfang zu entwickeln. Liebe. Die Konstellation der Planeten könnte Sie dazu ermutigen, einige Ihrer Fantasien mit Ihrem Liebsten zu teilen. Sie können dies zu einem echten Anlass machen und all Ihre Lieblingsspeisen der Liebe kaufen, die in vielen Ihrer Idealszenarien einen sehr großen Teil ausmachen. Dazu noch ein paar wunderbare Aromaöle für das Bad, reichlich Kerzen und Champagner, und wer könnte sich mehr wünschen? Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Lernen Sie, sich von den Worten anderer nicht beeindrucken zu lassen. Die meisten Menschen regen sich sehr auf, wenn sie von anderen negativ beschimpft werden, aber es gibt einen einfachen Trick, dies zu überwinden. Wenn ich zu Ihnen käme und Sie einen Feuerhydranten nennen würde, wären Sie dann verärgert? Nein, natürlich nicht. Natürlich sind Sie kein Hydrant, Sie sind ein Mensch. Dasselbe Konzept gilt, wenn jemand Sie als etwas bezeichnet, von dem Sie wissen, dass Sie es nicht sind. Derjenige ist dumm, wenn er so etwas sagt, warum sollten Sie also mit einer solchen Wut reagieren? Die einzige Ausnahme ist, wenn jemand Sie etwas nennt, das wahr ist. In diesem Fall sollten Sie demjenigen dafür danken, dass er Sie auf eine Schwäche aufmerksam gemacht hat, an der Sie nun arbeiten können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis bald!